Jetzt schon? Okay, hört man mich? Gut. So, ich höre gerade zwei verschiedene Leute bei mir im Ohr. Eine dieser Stimmen wird sich wahrscheinlich gleich leise schalten. Die andere ist die Regie. Ansonsten, ich sehe schon, Nature Matte ist schon da. Schönen guten Abend. Epic Gary ist auch schon da. Schönen guten Abend. Darth Next, Barbaküken, oh. Genau. Hört ihr mich alle? Ja, ist wunderbar. Habe ich auch schon gelesen. Danke, Regie. An dieser Stelle einen wunderschönen guten Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser kleinen Quiz-Ausgabe, die wir heute vorbereiten wollen. Schönen guten Abend, Ankermon. Ah, ne? Ist halt immer so, dass die Nervosität dann langsam ansteigt, wenn dann auf einmal dieser Schalter kommt von wegen, hey, du bist jetzt live. Nee, wunderschön. Was machen wir heute eigentlich? Ich habe mir wieder ein kleines Quiz überlegt. Und heute, wie man schon am Titel schwer erkennen kann, geht es heute um die Starter-Pokémon, beziehungsweise das Quiz dreht sich rund um die Starter-Pokémon. Ja, ich höre Stimmen. Das ist richtig. Die Stimme, die ich höre, und damit schönen guten Abend, Miauzgenau-Podcast, ist der gute Professor Kastan, der sich heute dazu bereitgestellt hat, mein Videofeed und mein Quiz zu übertragen, weil ich das mit meinem alten PC noch nicht so ganz hinkriege. Ich werde mich natürlich auch in irgendeiner Form bemühen, demnächst vernünftiges Stream-Material zu holen, damit ich das auch irgendwann mal alleine machen kann. Das von meinem eigenen Geld. Solltet ihr aber in irgendeiner Form uns unterstützen wollen, damit wir anderes Streaming-Equipment wie zum Beispiel Kameras oder Ähnliches holen können, könnt ihr das gerne tun, indem ihr uns eine kleine Spende hinterlasst oder unseren Twitch-Kanal abonniert. Das würde uns sehr freuen, tatsächlich. Schönen guten Abend, Roadrunner. Hallo. Genau. Die Regie weist mich nochmal darauf hin, dass ich sagen soll, dass man Abos da lassen soll. Eigentlich habe ich das schon gesagt. Ich weiß nicht, ob du da nicht zugehört hast. Ansonsten, ja, ihr könnt ruhig Abos da lassen. Dann könnt ihr auch solche wunderschönen Emojis benutzen, wie zum Beispiel den staunenden Professor, den fragenden Rätselmeister und wenn ihr noch ein bisschen mehr spendabel seid, dann entweder die Kaffeetasse, die unser guter Kirill in seinem Pokémon benutzt oder sogar tatsächlich, wenn ihr uns mit 25 Euro, glaube ich, abonniert, dann könnt ihr sogar unser Gruerliga-Logo in die Welt hinaustragen, was uns natürlich auch sehr freuen würde. So, genau, wir reden heute über Starter-Pokémon, deswegen wir warten erstmal noch ein bisschen, bevor es dann losgeht. Wir wollen ja erstmal alles zusammenkommen. Ne? Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ich hoffe, oh, Miauzgenau-Podcast hat zum dritten Mal in Folge abonniert. Dankeschön. Ach, witzig, man kann das hier sogar teilen, dass man Abonnent ist. Ja, ist möglich. Sogar dann mit Nachricht. Und RP Gary hat sogar mit Prime abonniert. Dankeschön. Sowohl am Miauzgenau-Podcast als auch an RP Gary. Ja. Wunderbar, jetzt Überleitung, genau. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr seid in die Woche gut eingestiegen. Es geht ja jetzt auch langsam wieder raus. Wie war es denn heute bei euch denn so? Yay! Erzähl doch mal. Oh, und der Hype-Train ist gestartet. Nature Matte, dankeschön. Jetzt zum zweiten Monat in Folge. Wunderbar. Ui, you have little time to earn exclusive badges. Mal schauen. Und 94% geht gleich weiter. Jetzt konzentriere ich mich darauf. Ansonsten, ich kann ja ein bisschen darüber erzählen, was bei mir aktuell so los ist, weil ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, ne, worüber kann man dann die Fragen stellen, wie, in welche Bereiche kann man da bei Starter-Pokémon gehen. Roadrunner schreibt, Tag war anstrengend, aber eigentlich ganz okay. Ach, das ist schön zu hören. Oh, jetzt habe ich mich verschluckt, ich brauche was zu trinken. Hoffentlich nicht zu anstrengend. Und dankeschön, Epic Gary, für die Bits. Jetzt geht's los. Ah. So. So. Stay hydrated und so, ne? Wunderbar. Jetzt habe ich die falsche Tasse genommen. Na gut. Erzähl ruhig ein bisschen, dann habe ich Zeit noch aufzuessen. Dann genehmige ich mir mal eben einen Schluck.
Genau, wollt ihr noch länger mit uns reden als nur hier jetzt über den Chat, dann könnt ihr auch gerne zu uns in Discord kommen. Danke dafür, Regie. Ansonsten, ich erzähl mal. Genau, was mir nämlich zu Starter-Pokémon einfällt, ist unter anderem diese McDonald's-Aktion, die jetzt letzten Monat gewesen ist, beziehungsweise noch in diesem Monat mit reingegangen ist. Und ja, ich war zumindest einmal da, habe ich mir gegönnt, weil an dem Tag, wo das Ganze gestartet ist, mein Geburtstag gewesen ist, habe mir, whoopala, Nervosität und so, ein Pack geholt. Hab natürlich auf mein Lieblings-Pokémon Hydropie gehofft, war leider nicht dabei. Und hab dann gesehen, dass ein gewisser Herr Domtendo es tatsächlich geschafft hat, einen Glitzer-Hydropie zu ziehen. Und da habe ich mir gedacht, wenn der das hinkriegt, dann habe ich auch das Recht, mir sowas zu holen. Und hab dann, naja, ne, man sieht, ich habe mir dann eine einzelne Karte geholt in Glitzer. Ich weiß nicht, ob man das durch die Schutzfolie sieht. Ich habe sie noch nicht ausgepackt, mehr oder weniger. Ne, es war einfach für die Nostalgie. Es war so einfach für mich in irgendeiner Form. Ich habe, glaube ich, 5 € bei eBay dafür ausgegeben. Ne, ist halt da dann auch natürlich wieder die Frage, will man sowas unterstützen, dass dann Leute zu 100-fach dahin gehen und dann einfach die Marge leer kaufen, ne, damit sie halt das zum Sammeln haben und zum Weiterverkaufen. Ne, und da habe ich mir gedacht, bevor ich das selber in irgendeiner Form tue, was ich gut hätte machen können, weil ich wohne in einer relativ ländlichen Gegend und ich hätte, glaube ich, 4 Meckes innerhalb von jeweils 30 Minuten Fahrzeit gehabt, wo ich dann jeweils wahrscheinlich bis zu 10 hätte holen können. Ne, deswegen, ich glaube, das ist mir die liebere Option gewesen und bin damit eigentlich auch sehr glücklich. Ansonsten könnt ihr ja mal ganz gerne erzählen, ne? Was verbindet ihr eigentlich mit Starter-Pokémon? Habt ihr überhaupt die Hinweise begriffen, die ich einmal für die Social-Media-Kanäle, die jetzt gerade auch schon im Chat beworben sind, und dann auch den Hinweis, den ich gerade im Discord gepostet habe, habt ihr die eigentlich verstanden? Da bin ich jetzt mal gespannt. Ansonsten... Anke hat sonst noch geschrieben, super Tag gehabt, bis auf den Regen schaue beim Joggen. Ja, bei mir ist gerade strahlender Sonnenschein, falls man das bei mir noch durchs Fenster sieht. RP Gary hat geschrieben, dass er die gar nicht gelesen hat. Okay. Ansonsten, genau, dann kann ich zumindest einmal zusammenfassen. Der erste Hinweis, den ich für Social Media geschrieben habe, war, dass eine schwere Wahl zu treffen ist, was ja grundsätzlich immer bei den Starter-Pokémon ist. Der Hinweis mit dem Verschlafen, den ich dann gerade auf Discord geschrieben habe, war eine Anspielung auf den Anime. Denn wer sich daran erinnert, in der allerersten Folge, Ash verschläft und sodass dann am Ende nur noch die Wahl zum Pikachu übrig bleibt. Nature Matte hat es anscheinend verstanden. Das ist doch schön zu hören. Genau. Ansonsten Pikachu. Genau, Pikachu ist dann am Ende nur noch übrig geblieben. Wunderbar. Ne, und anscheinend erlebt er ja mit dem auch schöne Abenteuer. Und Dankeschön an DarthNex für die 20 € Spende. Vielen Dank. Wir werden sie auf jeden Fall gut investieren. Unfassbar. Gut. So. Dann. Genau, hallo DarthNex natürlich auch an der Stelle. Ankermons Abzeichen ist jetzt Pikachu-Farben für die 3 Monate. Genau, ansonsten wer zum ersten Mal abonniert, wie RP Gary zum Beispiel, dessen Abzeichen ist erstmal rot, die klassischen Pokéball-Farben. Bei mir ist es auch bald soweit, muss ich mal gucken, wann ich meinen privaten Sub weiter verlängere. Aber darum wollen wir überhaupt nicht reden, sondern wollen wir mal über das Quiz reden, weil ich glaube, langsam sind wir alle zusammen hier in irgendeiner Form. Oder gibt's? Da fragt sich noch jemand, was noch in Farben kommen wird. Genau, wir wollen ja gleich das Quiz starten und ich habe von ein paar Rückmeldungen bekommen zum letzten Quiz, dass die Bedenkzeit etwas zu kurz gewesen ist. Deswegen wollte ich mit euch, nachdem ich euch einmal erklärt habe, was heute passieren wird in dem Quiz. Nature Matte erklärt gerade das Prinzip, wunderbar. Wollte ich mit euch einmal kurz durchgehen,
worüber das Quiz handeln wird heute. Und zwar, wir haben ja heute eine Starter-Thematik. Das heißt, ganz klassisch wird es so sein, dass ihr für jede Frage drei Antwortmöglichkeiten zur Verfügung habt. Aber Rätselmeister, QuizKit bietet doch vier verschiedene Antwortmöglichkeiten an. Da hast du sehr gut aufgepasst, Teenager Julian. Deswegen wird eine der Antwortmöglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, mit dem Wort Rätselmeister ersetzt. Das heißt, neben den drei Antwortmöglichkeiten, normalen Antwortmöglichkeiten, gibt es die vierte Option Rätselmeister und die ist immer falsch. Könnt ihr euch schon mal merken und sollte es irgendjemand versuchen, darauf zu klicken, wir können es leider nicht ganz nachvollziehen, wer es dann gewesen ist, wenn es noch mehrere falsche Antwortmöglichkeiten gegeben hat, aber ansonsten wäre es natürlich auch ein schönes oder wäre das doch mal eine schöne Gelegenheit, um dann hin und wieder die Punktzahl zu checken, beziehungsweise durch die Punktzahl dann herauszufinden, wer das denn gewesen sein könnte. Machen wir aber nicht. Aber Rätselmeister ist doch die einzige richtige Antwort. Wer hat es denn geschrieben? Ich sehe es noch nicht. Ach so, Regie. Ach so, Regie sagt gerade, Rätselmeister ist doch die richtige Antwort. Ja, das normalerweise, aber da Rätselmeister kein Starter-Pokémon ist, ist es heute leider immer die falsche Antwort. Schönen guten Abend, Dombatz. Schön, dass du da bist. Vielleicht hast du ja heute die Möglichkeit mitzumachen. Mal gucken. Genau, ich habe euch die Besonderheit heute bei den Antworten erklärt. Genau, wir haben heute nur drei Antwortmöglichkeiten. Und dementsprechend wollte ich euch einmal ganz gerne fragen, ob wir trotzdem die Bedenkzeit verlängern sollen oder ob wir tatsächlich klassisch bei den 20 Sekunden bleiben wollen. Damit wir das machen können, ich hoffe, das klappt jetzt. Starte ich mal eben einen kurzen Poll. Dankeschön. Wie viel Denkzeit? 30 Sekunden. 30 Sekunden. 5 Minuten. Naja, machen wir mal 3 draus. Oder? Geht das? Ja, 3 Minuten machen wir mal draus. Tschüss. So. Genau, dann machen wir da mal eben, genau, Poll ist gestartet, könnt ihr einmal kurz abstimmen, wie viel Bedenkzeit ihr glaubt, dass dafür am besten geeignet sind. Und dann können wir gleich auch schon loslegen. So, ansonsten, ich sehe gerade, dass hier im Chat sehr viel über die Pokébälle gesprochen wird. Wunderbare Vorbereitung zum heutigen Thema tatsächlich. Und beziehungsweise könnte ich mir eigentlich auch für ein nächstes Quiz aufschreiben. Okay, dann. Du kannst aber dennoch versuchen, die Fragen zu beantworten und dann vielleicht trotzdem mit deiner Punktzahl, wenn du bis dahin nicht zu viel falsch beantwortet hast, trotzdem hoch oben zu landen. Weil es kommt ja auch vor, dass dann Punkte abgezogen werden, wenn man eine falsche Antwort gibt. So. Aprikokos. Unten steht noch, dass Pokémon Mystery noch Dungeon gespielt wird. Schönen guten Abend, Master Luxe. So, ich schaue in den Poll. Aktuell sieht es 20 Sekunden zu 30 Sekunden 4 zu 3 aus. Genau, Regie arbeitet gerade daran, dass der Titel zumindest geändert wird. So. Genau, wunderbar. So, bei mir ansonsten Sonnenschein gewesen heute. So, Regie sagt, es sollte jetzt eigentlich geändert sein. Wie sieht's bei euch aus? Steht noch Pokémon Mystery Dungeon unten? Hm?
Ansonsten, wie gesagt, bei mir strahlender Sonnenschein. Ne, war auch gerade noch mit dem Hund spazieren. Schönes Wetter, wurde nicht von einem Regenschauer überrascht, Gott sei Dank. Und anscheinend passt das jetzt auch soweit alles. 5-4. Dankeschön, Nature Mate. Dankeschön, Master Luxe. Und Dankeschön natürlich auch an die Regie, die das geändert hat. Nochmal Dankeschön an Professor Kassan, der das heute Abend möglich macht. Beziehungsweise der mir da unterstützen unter die Arme greift. Dankeschön an der Stelle auch an Kirill, der das beim letzten Mal für mich gemacht hat. Da war ich nämlich so doof und habe mich nicht bedankt. Ne? Ist doof. Das Poll ist vorbei. 20 Sekunden. Alles klar. Dann lassen wir das so. Wunderbar. Dann ist das alles soweit eingestellt. Das K von Kastan steht für Klasse. Mhm. Ich habe ein Ohr im Ohr gehört. Einmal als Resonanz für dich, man hört's genau, Podcast. Safe Quiz. Dann sollte eigentlich alles eingestellt sein. Ne? Dankeschön. Dann kann ich das Fenster schließen. Dann kann ich das auf die Seite schieben. Dann aktualisiere ich das Fenster nochmal. Ich hoffe, das klappt soweit. So, bei mir auch eben noch ein bisschen ordnen. Ansonsten einmal schon mal die Frage in die Runde. Seid ihr bereit? Weil wenn jetzt alles soweit festgelegt ist, dann können wir jetzt gleich starten. So, Epic Gary schreibt, er ist bereit. Roadrunner ist bereit. Nature Matte ist bereit. Miauzgenau Podcast ist bereit. Ich bin zwar nervös, aber ich bin auch bereit, also Ankermann ist bereit, wunderbar. So, your quizzes. Wähle deinen Starter, select. Müde und bereit, das ist die richtige Einstellung. Babaküken ist auch bereit, wunderbar. Dann, here we go, start quiz. Ihr solltet jetzt wieder die Einblendung sehen, wo, was es mit dem Tool QuizKit auf sich hat. An der Stelle, wer noch nicht vorher dabei gewesen ist und beziehungsweise zum ersten Mal dabei ist, QuizKit ist ein Tool, was extra für Twitch programmiert wurde und dementsprechend ihr, wenn ihr das noch nicht getan habt, die ein oder andere Zusatzgenehmigung dem Tool geben könnt. Das könnt ihr entweder dadurch machen, indem ihr im Bildschirmfenster auf der rechten Seite auf das QuizKit-Icon geht und da, wenn ihr da einmal aufklickt, auf die Option Manage Access geht, draufklickt und dem dann das überlasst, dann wird gleich, wenn die Gesamtpunktzahl angezeigt wird, auch euer Name dann in der Tabelle angezeigt. Auf dem Handy ist es im Chatfenster neben der Aufschrift Chat. Genau, ich hoffe, ich habe das gut genug erklärt. Ansonsten, weil wir ja die letzten Male auch schon das eine oder andere Problem hatten, dass hin und wieder die Frage nicht angezeigt worden ist bei dem einen oder anderen, da ladet einfach nochmal das Browserfenster neu, dann sollte das Problem eigentlich behoben sein. Es kann aber leider passieren, dass ihr dann für die Frage aussetzen musst, für die aktuelle. Das zum Tool. Yay! Jetzt dazu das Ankermon ebenfalls abonniert hat. Vielen Dank. Wunderbar. Und das ist auch mal eine perfekte Überleitung jetzt zu den Regeln. So, und zwar QuizKit, beziehungsweise das Quiz, was wir spielen, der Quiz-Modus, das war das Wort, funktioniert wie folgt. Ich stelle euch eine Frage und gebe euch dazu mehrere Antwortmöglichkeiten, wie wir gerade schon bestimmt haben, 3. Ihr dürft euch eine dieser 3 Antwortmöglichkeiten aussuchen. Während ihr das tut, läuft die Zeit ab, in dem Fall 20 Sekunden, und dementsprechend auch Punkte. Das heißt, je schneller ihr auf eine Antwort drückt, umso mehr Punkte habt ihr erstmal in der Bank.
Was dann mit den Punkten in der Bank passiert, hängt davon ab, ob er die Frage richtig oder falsch beantwortet. Ist die Frage richtig, werden die Punkte eurem Konto zugeschrieben. Ist die Antwort falsch, werden die Punkte eurem Konto abgezogen. Das heißt, es ist auch eine valide Strategie, dass ihr nicht antwortet, wenn ihr eine Antwort auf eine Frage nicht wisst. So hat zum Beispiel auch Kind des Sturms beim letzten Mal das Quiz gewonnen. Deswegen kann man sich überlegen. Ankermann geht all in. Das ist die richtige Einstellung. Ah, Catchphrases. Wunderbar. Am Ende gewinnt der oder diejenige, die die meisten Punkte hat. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und starten das Quiz. Ich brauche einen Jingle. Theoretisch habe ich einen Jingle, aber gerade nicht bereit. Deswegen bereite ich fürs nächste Mal vor. Wir kommen zur ersten Frage. Und wenn wir schon über Starter-Pokémon reden, dann müssen wir auch natürlich über die Frage sprechen. Welches Starter-Pokémon nehme ich am Anfang? Da wir ja jetzt... Wir müssen mehr Vorhersagen machen bei den All-In-Leuten hier. Müssen wir fürs nächste Mal vorbereiten. Wir haben ja jetzt in den letzten Tagen und Wochen mehrere Streams gehabt, wo unsere Streamenden die Möglichkeit hatten, ein Starter-Pokémon auszuwählen. Professor Kassan zum Beispiel auf seiner Forschungsreise in Galar. Anka mehr oder weniger auf ihrer Reise alle zu krallen in Ore. Da hat sie sich auch ein Starter-Pokémon, ein weiterentwickeltes Starter-Pokémon ausgewählt. Und der gute Kirill hat in seinem Google-Liga-Pokémon auch die Möglichkeit gehabt, ein Starter-Pokémon auszuwählen. Schön zu sehen, dass diese Reise jetzt beendet worden ist und er zum Champ gekrönt worden ist, der Kanto-Region. Allerdings könnt ihr euch eigentlich noch daran erinnern, welche Starter-Pokémon Kirill damals genommen hat. Welche Starter-Pokémon hat Kirill im Google-Liga-Pokémon beim Pokémon Blau gewählt? Bisasam, Glumanda oder Shiggy? So, auf dem Ohr habe ich schon ein erstes Boah, wie fies gehört. Ich kann euch zumindest schon mal so weit beruhigen, dass es die einzige Frage ist, die mit unserem Streaming-Kosmos zu tun haben wird. Alles andere ist dann reines Spielwissen, mehr oder weniger. Beziehungsweise, wobei ein, zwei Ausflüchte haben wir auch. So, die Zeit ist um. So, Kirill hat tatsächlich auch den Chat gefragt, was anscheinend alle in irgendeiner Form tun. Und hat da gefragt, welches Pokémon er denn wählen sollte. Hatte aber tatsächlich auch eine persönliche Präferenz, die es dann am Ende tatsächlich geworden ist mit Bisasam. So, und das haben 6 Leute richtig, die Mehrheit. Wunderbar. Ankermann hat das gewusst. Schön. Genau. Aber ne, wir haben jetzt über Geräusche im Hintergrund. Schön. Genau, das war unser Stream. Und natürlich kann man dann im Krugerliga Pokémon, der übrigens montags, mittwochs und freitags von 7:30 Uhr bis spätestens 9 Uhr stattfindet, sich dann gemütlich vor dem Bildschirm setzen und das verfolgen. Wenn man dann aber auch in eine andere Richtung gehen will, kann man natürlich auch versuchen, so schnell wie möglich dieses Spiel zu spielen. Wie das ja Speedrunner ganz gerne tun. Und da wäre doch mal ganz interessant zu wissen, Stand heute 15 Uhr zum letzten Mal nachgeguckt, welches Starter-Pokémon wurde im aktuellen Weltrekord vom Pokémon Blau Any% Glitchless gewählt? Bisasam, Glumanda oder Shiggy? So, ich schau mal eben im Chat. Ankapo erhöht um 100. Nature Matter hat auch nicht falsch gewählt.
So, Roadrunner hatte eine leichte Vermutung. Andy ZK lurkt zumindest im Hintergrund. Dankeschön für deine Teilnahme trotzdem. Ich hoffe, du fühlst dich gut unterhalten. Rätselmeister, 100%. Wenn auch nicht ganz klar, ich weiß gar nicht, könnte eine Speedrun-Kategorie sein, ich bemühe mich. Aber natürlich versuche ich auch so gut wie möglich zu erklären. Und zwar, ich habe heute nochmal nachgeguckt. Der Weltrekord ist aktuell 5 Monate alt. Und steht bei 1 Stunde, 45 Minuten und 5 Sekunden. Und für diesen Speedrun nimmt man sich Shiggy zu Hilfe. Das haben 5 richtig gewusst. 2 auf Glumanda, 2 auf Bisasam. Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass dann am Anfang ein Pokémon gebraucht wird, womit man Rocco besiegen kann und im Nachhinein wird dann hauptsächlich Nidoran resettet, das dann komplett das Spiel durchspielt, mehr oder weniger. Wenn man dann vergleichend guckt bei den 1 Stunde 45 Minuten auf Kirills Spielzeit, bis er Champ geworden ist, von 39 Stunden und 44 Minuten, ist schon ein kleiner Unterschied. Genau, kommen wir zur nächsten Frage. Genau. Von der Regie kriege ich dann auch hin und wieder die ein oder andere Vermutung. Gerade wurde Bisasam geraten, ansonsten Shiggy. Wurde gerade auch was gesagt, was ich nicht gehört habe. Wir kommen jetzt aber schon zur nächsten Frage. Und zwar ist ja dann diese Frage nach dem Starter-Pokémon größer geworden. Oder was heißt größer geworden? Hat sich verändert, mehr oder weniger. Man ist vom Tisch weggegangen zu einer Tasche. Seit dem DS ist es ja möglich, mehr oder weniger direkt auf das Pokémon drauf zu klicken. Was man ja leider dann durch Switch nicht mehr so ganz möglich ist mit draufklicken, aber trotzdem mit drauf zugehen, wo man dann anscheinend wieder zu Tischmechanik zurückkehrt, mehr oder weniger. Überleitung. Genau, in Rubin Saphir, wo man dann allerdings vom Tisch weggegangen ist und dann zum ersten Mal auf eine Tasche gegangen ist, gab es ja noch nicht die Möglichkeit, auf ein Pokémon zu klicken mit irgendeinem Touchscreen oder ähnlichen. Da wurde sich ein Zeiger zur Hilfe genommen. So, und ich möchte ganz gerne von euch wissen, in Rubin Saphir Smaragd, auf wessen Pokéball wird als erstes gezeigt, wenn die Tasche des Professors geöffnet wird? Da der Satz. Gekabor, Flemly oder Hydropi? Frage lädt. Wunderbar. Ich schau mal sonst. Danke, hat die letzte Frage nicht gewusst. Dombats hat's richtig geraten, Roadrunner anscheinend auch. Burgerküken. Oh, Nature Matte, einer der Weltrekordhalter, spielt sogar komplett nur Shiggy. So. Die Regie im Hintergrund hat Flemly geraten. So, ich warte darauf aufzulösen und ich glaube, wir können das kurz und schmerzlos machen. Wenn dann der Spieler auf die Tasche zugeht, die Tasche öffnet sich und du hast dann einen Finger, der nach unten zeigt, auf den jeweiligen Pokéball, dann macht er das natürlich wegen der, ne, damit es halt schön stimmig mit dem Bild aussieht, mit der Mitte und da ist Flemly zu sehen. Das haben 8 richtig gewusst. Genau, schön in die Mitte ausgerichtet. Da war noch eine andere Stimme zu hören, wunderbar. Ne, schnell die Frage abgehandelt, wir kommen zur nächsten Frage. So, und wir bleiben noch ein bisschen bei den Starter-Pokémon und bei auswählbaren Starter-Pokémon. Springen da in die 6. Generation. Denn ich habe natürlich recherchiert wegen guten Fragen, die man dann hier in irgendeiner Form stellen kann. Und da wurde dann bei PokeWiki angegeben, dass es ein Pokémon bei den Startern gibt, welches eine einzigartige Basissummenzahl hat. Dass die Summe der Basiswerte
einzig und allein bei diesem Pokémon vorkommt. Das habe ich mir dann natürlich noch mal ein bisschen genauer angesehen und habe dann herausgefunden, dass das nicht der Fall ist tatsächlich. Das ist nämlich bei zwei Pokémon so, und zwar nämlich bei zwei Pokémon der sechsten Generation. Deswegen würde ich ganz gerne von euch wissen, bei welchem Starter-Pokémon ist die Summe der Basiswerte nicht einzigartig, beziehungsweise bei welchem Starter-Pokémon kommt die Summe der Basiswerte bei mehr als einem Starter-Pokémon vor? Froxy, Igamaru oder Phynx? Ich habe jetzt von unten nach oben vorgelesen. Ich sehe und höre große Verwunderung. Wird gleich aufgelöst, keine Sorge. So, bei einem der Pokémon ist es tatsächlich ja auch der Fall, dass es das Starter-Pokémon mit der niedrigsten Basiswertsumme ist. Was dann natürlich als einziges Pokémon schon mal aus dieser Fragestellung ausscheidet, nämlich Phynx. Das liegt nämlich mit 307 Punkten am niedrigsten mit der Summe der Basiswerte. Dann haben wir noch Igamaru mit 313 Basiswertsumme und Froxy mit 314 Basiswertsumme. Und ebenfalls haben diese Werte Shigikanimani und Plinfa. Und da vielleicht schon eine Gemeinsamkeit festgestellt werden kann, es sind alles Wasserstarter, genauso wie Froxy. Alle haben 314 Basiswertsumme. Dementsprechend Froxy ist die richtige Antwort. Gary schreibt Puh. Wir sind bei Frage 4. da wäre es bestimmt interessant gewesen, in die Scores zu gucken. Das habe ich mir aber für die nächste Frage aufbewahrt. Da kommen wir nämlich zum Anime. Und da kommen wir zu der ersten Folge Pokémon Sonne und Mond, die jetzt vor kurzem tatsächlich auf YouTube veröffentlicht worden ist. Habe ich natürlich reingeguckt aus Interesse, einfach mal zu gucken, um dieses Feeling aufzufangen. War schön. Professor Kastan sagt ja auch, dass es eine schöne Serie trotzdem im Pokémon-Kosmos ist. Und zumindest von der ersten Episode kann ich sagen, ja, würde ich zustimmen. Und da muss dann natürlich geguckt werden, dass dann natürlich mit neuen Pokémon in irgendeiner Form geworben wird. Und natürlich kann man das am besten machen, wenn man dafür die Starter-Pokémon benutzt. Eines dieser Starter-Pokémon ist allerdings nicht in der ersten Folge der neuen Staffel der siebten Generation vorgekommen. Und genau dieses möchte ich jetzt von euch wissen. Im Anime Pokémon Sonne und Mond, welchem Starter begegnet Ash nicht in der ersten Episode? Bautz, Flamiau oder Rockball? Schau mal in den Chat. Master Lutsche schreibt, er hat die Frage nicht verstanden. Barberküken schreibt, er hat es richtig verstanden. Ansonsten. Lombards hat richtig geraten. Anime schaue ich schon seit Jahren nicht mehr. Du kannst zumindest die erste Folge auf YouTube nachgucken. Master Lutsche schreibt, no risk, no fun. Dann wollen wir doch mal auflösen, welches Pokémon es gewesen ist. So, in der Regie habe ich zumindest gerade gehört, dass Rockball getippt wird. Flamiau kann ich zumindest schon mal auflösen, indem ich von dem Wettrennen erzähle, was Pikachu und Ash bestritten haben und dabei Ash auf den Schwanz des Flamiaus getreten hat, weswegen es sich eine Glut von Flamiau eingefangen hat. Deswegen Flamiau ist schon mal falsch. Die richtige Antwort ist Bautz. Denn Rockball begegnet Ash zusammen mit Tracy, wo sie gerade am Angeln ist. Und auch wahrscheinlich während der Pokémon-Schule. Zwei Leute haben das tatsächlich richtig beantwortet. Und da wir jetzt bei dem 5-Fragen-Schritt sind, schauen wir doch mal, wer das richtig beantwortet hat. Darthnex direkt all in, am besten die Frage beantwortet. Dombards ebenfalls.
Oh, Nature Mathe hat die 50-50 Chance verhaut. Oh, okay, mehr als genau weiß ich zu unsicher. Okay. Ansonsten, auch natürlich ein Blick auf die Total Scores. Und da führt gerade Dombatz, der eigentlich nicht teilnehmen wollte, mit 49.000 Punkten. Wie gesagt, wenn du dir ein gutes Polster aufbaust und dann die letzten Fragen nicht mitmachst, dann kannst du ja vielleicht am Ende doch noch gewinnen. Wir wollen mal gucken. Ansonsten dahinter Miauz genau mit 34.000 Punkten, Master Lutsche mit 24.000 Punkten. Aber es ist noch alles drin. Es wird pro Frage 20.000 Punkte gespielt. Deswegen bleibt dran. Ihr könnt auf jeden Fall noch aufholen und vielleicht sogar das Dringen. Hau einfach alle Fragen bis 21 Uhr raus. Ja, möchte ich gerne machen, natürlich aber nicht ohne den einen oder anderen Hinweis nochmal zu machen, um zum Beispiel auf unseren Discord hinzuweisen, den wir haben. Am Anfang schon mal erwähnt, trotzdem nochmal an der Stelle, wenn ihr gerne mit uns weiter in Kontakt bleiben wollt, auch außerhalb unseres Streams, folgt uns auf unserem Discord-Server, der jetzt wahrscheinlich gleich nochmal gepostet wird. Da könnt ihr mehrere Chibis benutzen, die neben den zwei, die wir aktuell hier in unserem Chat benutzen. Zum Beispiel auch mich mit Applausschild, was ich jetzt gerade, glaube ich, bei mir im Nebenzimmer habe. Ich hole es jetzt mal nicht für Dombatz. Ansonsten Hintergrundgeräusch, wunderbar. Genau, und könnt da dann euch dann auch in die Grugerliga-Planung mit einbringen. Genau, was die Grugerliga genau ist. Dankeschön, RP Gary. Genau, so einen Chibi haben wir dann zum Beispiel da. Was die Grugerliga genau ist, dazu kommen wir jetzt gleich. Allerdings, Dombatz hat ja gesagt, er möchte ganz gerne mit den nächsten Fragen weitermachen. Und das tun wir jetzt auch. Wir kommen zu den Fragen 6 bis 10. Und da habe ich mir überlegt, anstatt ein einzelnes Pokémon zu befragen bei den Startern, nehmen wir doch direkt den ganzen Typen. Die drei Startertypen Pflanze, Feuer, Wasser. Und das sind bei den nächsten Fragen die Antworten. Das heißt, ihr müsst euch da nichts allzu Großes merken. Wir fangen dabei natürlich an, indem wir uns in irgendeiner Form alle Starter-Pokémon ansehen und mal einen gröberen Blick drauf werfen, so einen Blick von außen. So, und da fällt bei einem Typen der Starter-Pokémon eine Besonderheit auf, die jetzt allerdings aktuell im Pokémon-Kosmos nicht so stark gehandelt wird, wie es ursprünglich mal der Fall gewesen ist. Zumindest, was ich jetzt auf den Wiki-Seiten auch gelesen habe. Da gab es zum Beispiel jetzt auch bei Bulbapedia eine Diskussion darüber, ob man das als Fakt erwähnen darf oder nicht. Deswegen folgende Frage. Bei welchen Typen orientiert sich das Aussehen der Starter-Pokémon, vermutlich lose, an den chinesischen Sternzeichen? Pflanze, Feuer oder Wasser? So. Anker schreibt, so jetzt hole ich auf, ihr werdet schon sehen. Ich höre gerade auch schon, dass das relativ easy ist. Wahrscheinlich von den anderen auch relativ easy gehandelt. Dombatz all in mit 19.000 Punkten. Wollen wir mal gucken, ob es richtig ist. So. Ursprünglich hatte ich geplant, dass ich jetzt natürlich alle Pokémon aufzähle und wie die dann zusammenhängen. Da das Dombatz aber, glaube ich, nicht mit der Zeit zurechtkommen würde, löse ich einfach direkt auf und sage, es wird den Feuer-Pokémon zugesagt. Und das haben alle, die teilnehmen, richtig beantwortet. Keine falsche Antwort. Glückwunsch. Genau, wo es Roadrunner gerade nochmal anspricht, die Antworten, so wie ich sie vorlese, werden wahrscheinlich bei euch so nicht dargestellt, deswegen lasst euch da nicht verwirren. Am besten immer von der Mitte aus starten und dann relativ schnell, so schnell wie möglich, wenn ihr dann am PC seid in irgendeiner Form, nach oben rechts, nach oben links, nach unten links, nach unten rechts gehen. Bei Handy werden die ja untereinander alle angezeigt, zum Beispiel. Nature Mathe hat 19.400 Punkte. Wunderbar. Aber Küken hat zu lange gesucht. Das ist schade. Vielleicht hast du bei der nächsten Frage mehr Chancen. Hast du bei der nächsten Frage Chancen, mehr Punkte abzugreifen. So.
Genau. Wir haben ja schon gesagt, wir wollen mit den chinesischen Sternzeichen einen gröberen Blick auf alle Pokémon werfen. Das tun wir mit der nächsten Frage auch, allerdings da auf deren Aussehen. Und zwar, eine besondere Eigenschaft der Starter-Pokémon ist es, dass sie für den jeweiligen Typen die Farbe des Typen besitzen. Das heißt, Pflanzen-Pokémon haben was Grünes, Feuer-Pokémon haben was Rotes und Wasser-Pokémon haben was Blaues. Und ursprünglich ging das am Anfang so weit, dass die Starter-Pokémon nur diese Farbe besessen haben. Starter-Pokémon nur grün, Pflanzen-Starter nur grün, Feuer-Starter nur rot, Wasser-Starter nur blau. Das hat sich aber im Laufe der Zeit geändert, und so dass jetzt tatsächlich von Körperschmuck oder Körpermerkmalen gesprochen wird, die dann in den jeweiligen Farben vertreten sind. Bei einem Startertypen ist das allerdings nicht der Fall. Da sind die jeweiligen Starter-Pokémon immer noch in dieser jeweiligen Farbe komplett und haben nicht nur Körpermerkmale von der jeweiligen Farbe. Ich würde ganz gerne von euch wissen, bei welchem Typen sind alle Starter-Pokémon grün, rot oder blau? Pflanze, Feuer oder Wasser? So. Barbaküken hofft, dass er die Antwort hier wieder weiß. Ich hoffe, ich habe die Frage auch ausführlich erklärt. Weil bei manchen Fragen habe ich ja dann auch so die Befürchtung, okay, habe ich da zu wenig ausgedrückt, habe ich da zu viel ausgedrückt. So, Nature Mate schreibt, volles Risiko, Anker ist sich sicher, dann wollen wir doch mal durchgehen. Und zwar, bei den Pflanzen-Pokémon habe ich mir zwei aufgeschrieben, die nur grüne Körpermerkmale besitzen, einmal Bautz und einmal Igamaru. Bei Bautz kann man es auf jeden Fall sagen, bei Igamaru kann man vielleicht ein bisschen drüber streiten. Barbaküken, Dankeschön. Doch alles klar formuliert. Und ich löse auf, das sind die Wasser-Pokémon, denn bei Feuer-Pokémon habe ich mir da als zwei Pokémon Flamiao und Hoplo aufgeschrieben. Bei Flamiao kann man vielleicht wieder auch ein bisschen streiten, aber bei Hoplo, da ist hauptsächlich was mit den roten Ecken und Enden. Mehr oder weniger. So, Dombatz ist verwundert, weil theoretisch gibt es auch Weiterentwicklungen, die nicht komplett in der Farbe sind. Aber da müsste es eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, das habe ich nämlich auch nachgesehen, müsste es bei Wasser-Pokémon tatsächlich auch sein, dass alle Weiter- und Endentwicklungen auch blau sind. Mir würde jetzt keins einfallen, was nur blaue Körpermerkmale hat. Bei den anderen... Okay, mir wird gerade gesagt, Primarene ist hauptsächlich weiß. Das ist ein guter Punkt. Gut. Okay, wenn es da Verwirrung gegeben hat, dann tut mir das leid. Barbaküken ist auch auf Primarene reingefallen. Okay, ne, wo ich jetzt nun von Starter-Pokémon gesprochen habe. Ne, ist mir vielleicht doch die Formulierung ein bisschen zu verzeihen. Drücke ich die Frage, fürs nächste Mal drücke ich dann die Frage ein bisschen deutlicher aus. Ich meinte die Basisstufe eigentlich. Wobei, wie gesagt, ich habe eigentlich nachgeguckt und Primarene ist mir da rübergelaufen, habe ich übersehen. Bei den nächsten Fragen kann ich aber garantieren, dass ich da ein bisschen mehr recherchiert habe und dass ich da auf jeden Fall nichts übersehen habe. Was man vielleicht mir bei der nächsten Frage unterstellen kann, denn jetzt sind wir tatsächlich bei den normalen Starter-Pokémon und deren Weiterentwicklung. Das heißt, es gilt für alle, die in irgendeiner Form darin involviert sind. Ich möchte ganz gerne von euch wissen, bei welchem Typen ich muss die Frage nochmal lesen, wie ich sie formuliert habe. Nein, jetzt, alles gut. Bei welchem Typen kommen bei den Starter-Pokémon und ihren Weiterentwicklungen die meisten verschiedenen zwei Typen vor?
Pflanze, Wasser oder Feuer? Der Fehler wird mir verziehen. Vielen Dank. Im Hintergrund wird noch gegrübelt, anscheinend. Gut, die Zeit ist auch um. Ich bekomme ein Kompliment für die Frage. Vielen Dank. Ich warte gerade noch darauf, dass aufgelöst werden kann. Das tue ich dann auch direkt. Und sage, die richtige Antwort sind die Pflanzen-Pokémon. Oh, da gab es eine Diskrepanz zwischen Pflanze und Feuer. Verständlich, denn bei Feuer-Pokémon gibt es die meisten Pokémon mit zwei Typen, mit Weiterentwicklung. So. Bei Pflanzen-Pokémon gibt es 5 verschiedene zwei Typen, bei Feuer-Pokémon 4 verschiedene, bei Wasser auch. Und wenn man die Mega-Entwicklungen noch dazu zählen würde, dann würde sowohl bei den Pflanzen-Pokémon als auch bei Feuer-Pokémon noch jeweils ein Typ zusätzlich dazukommen. Deswegen, egal wie man es mit Mega-Entwicklung oder ohne Mega-Entwicklung die Frage bezogen hätte, es wäre bei beiden die Pflanzen-Pokémon die richtige Antwort gewesen. Die Pflanze sind doch gefühlt alles reine Pflanze. Dann wollen wir doch mal gucken. Bisasam, Gift. Gagabra in seiner Endentwicklung, wenn man es dazu zählen würde, Drache. Dann haben wir Kampf mit Generation 6, haben mit Chillas Boden und haben mit Bautz und deren Endentwicklung einmal Flug und einmal Geist. Ankermon fragt gerade, was ist mit Mega? Da komme ich jetzt zu. Genau, mit Mega, Gewaldroh Drache, sind wir bei 6. Ohne wären wir bei 5. Wenn wir das Ganze auf Feuer-Pokémon beziehen, dann haben wir einmal Flug bei Glurak, Kampf bei mehreren, Unlicht und Psycho. Genau, Generation 6, Generation 7. Genau. Glurak kann durch die Mega-Entwicklung noch Drache werden und dadurch kommt der 5. dann hinzu, was aber immer noch einer weniger ist, als wenn wir bei Pflanzen-Pokémon die Mega-Entwicklung dazu zählen. Da wären wir dann bei 6. Ich hoffe, das ist als Erklärung ausreichend gewesen. Dann wollen wir zur nächsten Frage gehen. Gefaldro hat nur als Mega-Drache. Das glaube ich jetzt nicht ganz. Das müsste ich eigentlich auch. Es ist aber trotzdem ein anderer Zweityp als der normale Typ. Deswegen kommt er ja trotzdem als anderer Zweityp vor. So, nächste Frage. Gut, alles klar. Nächste Frage. So. Jetzt, wenn man dann den Faden verliert, ist super. Ich nehme jetzt erstmal noch einen Schluck. Ich warte gerade einmal kurz darauf. Nature Mart hat es auch nochmal bestätigt. Dankeschön. Nächste Frage. Seid ihr bereit? Starter-Pokémon. Und zwar habe ich mir natürlich auch nochmal die Pokédex-Einträge einzeln angesehen und dann natürlich auch verglichen. Wie sieht's von der Größe aus? Wie sieht's vom Gewicht aus? Und da ist tatsächlich eine Sache aufgefallen bei dem Gewicht. Nämlich sind sowohl das leichteste als auch das schwerste Pokémon haben denselben Startertypen. Ich möchte ganz gerne von euch wissen, welcher Typ stellt sowohl das leichteste wie auch das schwerste Starter-Pokémon? Pflanze, Feuer oder Wasser? Roadrunner hat vergessen, dass es bei Bautz zwei Typen gibt. Regie hat schon einen Tipp. Möchte sie mir auch verraten, wie dieser zustande kommt?
Es geht wieder um Basis-Pokémon, wenn ich mich da nicht wieder deutlich ausgedrückt habe. Sollte ich tatsächlich... Gut. Bei Starter-Pokémon... Gut, dann einmal als Hinweis. Bei Starter-Pokémon gehe ich grundsätzlich immer von der ersten Stufe aus, von keiner Weiterentwicklung. Hätte ich vielleicht am Anfang klarstellen müssen. Weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Gut. Genau. So. So, Dombatz dachte an Chelterra. Okay. Ja, dann fehlt ja aber immer noch das leichteste Pokémon. Deswegen, wir wollen mal erstmal auflösen, welches die richtige Antwort ist. Es sind die Pflanzen-Pokémon, beziehungsweise die zwei Starter, die in diesem Bereich fallen, sind einmal Bautz, das leichteste, mit 1,5 Kilogramm Gewicht, 1,5 Kilo Gewicht. Und was dann schon mit dem schwersten ganz gut hingekommen ist, Chelast, auch in seiner Startform, in seiner Starterform, 10,2 Kilo, das schwerste und auch das einzige Pokémon, was über die 10-Kilo-Marke rübergeht. Alle anderen sind vorher einstellig und dann gibt es auch ganz viele, die 9 Kilo wiegen. Habe auch an Chelterra gedacht. Tatsächlich, Pflanze wollte dann nochmal auf Pflanze und das ging nicht. Okay. RPGary dachte zuerst Hydropium. Genau. Genau, Ankermon, die auch die andere Stimme im Hintergrund ist, sagt gerade, dass wenn man sich einmal entschieden hat, man sich nicht umentscheiden kann. Ich denke, das ist den anderen alle klar, wenn sie dann einmal die Antwort geklickt haben. Weil dann natürlich auch die Zeit mit den jeweiligen Punkten stoppt. So. Für die nächste Frage, so weil wir ja jetzt gerade schon wieder Komplikationen hatten mit Basis-Pokémon und Endentwicklung und ladida, habe ich eine gute Nachricht. Diesmal geht es um die Endentwicklung. Beziehungsweise in dem Fall geht es um die Attacken der Endentwicklung. Denn wie ihr ja wahrscheinlich wisst, haben alle Starterentwicklungen die Möglichkeit, eine besondere Attacke für ihren Typen zu lernen. Welche Attacken das sind, das sage ich jetzt nicht, weil das hängt mit der Frage zusammen, die ich jetzt stellen möchte. Und wir somit zur Lieblingsfrageform von Professor Kastan kommen. Ich möchte nämlich wissen, in der deutschen Sprachausgabe, für welchen Typen wurde die Spezialattacke aller Starter-Endentwicklungen GN umbenannt? Pflanze, Feuer oder Wasser? Oh, Nature Matte, by the way, mit den Endentwicklungen auch richtig gewesen, Bisaflor am schwersten. Wer wäre denn da am leichtesten gewesen? Das würde mich jetzt mal interessieren von den Endentwicklungen. Machen wir gleich. Die Frage ist auf jeden Fall zu Ende. Genau das. Genau das habe ich erwartet. Ich habe gerade von der Regie wieder gehört, dass diese keine Ahnung hat. Dann wollen wir doch mal durchgehen. Die Attacken heißen Fauna-Statue, Lohe-Kanonade und Aqua-Haubitze. Und vielleicht wird da dem einen oder anderen auffallen, Fauna-Statue bei Pflanzen-Pokémon, das stimmt doch was nicht. Bei dem Begriff Flora und Fauna beschreibt doch der Begriff Flora die Pflanzenwelt. Fauna ist doch die Tierwelt. Das ist den deutschen Übersetzern dann in der siebten Generation auch aufgefallen und hat dementsprechend in der siebten Generation die Attacke Fauna-Statue in Flora-Statue umbenannt. Pflanze ist also wieder richtig. Und das haben fünf richtig gewusst. Sehr schön. Und wir können uns tatsächlich ansehen wieder, denn wir sind wieder bei der 5-Fragen-Marke. Frage 10 ist gespielt. Wir können uns angucken, wie der Score gerade steht. Dombatz hat die Frage am schnellsten beantwortet. Dahinter ganz knapp Barbaküken. Und dahinter wiederum ganz knapp Nature Mate. Sehr schön. Ankermon war sich nicht sicher, hat noch gezögert. Master Lupche ist all in gegangen. Heißt noch nichts. Wir schauen auf die Total Scores. Dombatz ist immer noch in Führung, hat jetzt auch eine Frage Vorsprung, wenn man es so sehen will, fast. Dombatz mit 104.000 Punkten.
Dahinter Nature Mate mit 86.000, Darthnix 60.000, ganz knapp dahinter Meowth genommen mit 59.000 und Roadrunner, wo es gerade schon geschrieben hat, Top 5, 53.000 Punkte. Man sieht, es ist noch alles drin. Ankamon ist jetzt in den positiven Punkten anscheinend. Worüber sie sich freut, ist doch super. Genau. So. Und wollen wir, bevor wir dann zu den nächsten 5 Fragen kommen, einmal wieder einen kleinen Werbeblock machen. Ich bin so frei. Wir sind die Grugerliga. Was bedeutet das? Genau, habe ich ja gerade schon erzählt. Wir sind ein Event, die das in einem Kollektiv macht. Und dieses Kollektiv hat am Anfang beschlossen, dass wir gerne das Pokémon-Spiel ins reale Leben übertragen würden. Das heißt, wir machen ein Pokémon-Event für Fans von Fans. Wir sind einmal im Jahr im Grugerpark im Essen, verteilen an verschiedenen Stützpunkten Arenen mit Arenaleitern und die können herausgefordert werden, um Orn zu sammeln, um so dann entweder eine Top 4 herauszufordern oder dann an einem großen Turnier teilzunehmen, um so der Champion der Gruger-Region zu werden. Durch die Corona-Pandemie ist das jetzt letztes Jahr und leider auch dieses Jahr nicht möglich, so ein Event in der Form veranzustalten. Für dieses Jahr haben wir uns auf jeden Fall schon wieder überlegt, einen Community Day zu veranstalten, um das Ganze dann würdig zu vertreten, wie wir das im letzten Jahr auch schon gemacht haben. Und würden uns da auf jeden Fall freuen, wenn ihr da am 17. Juli wieder live dabei seid und uns natürlich auch auf dem Weg dahin wieder fleißig unterstützt. Ich habe es gerade schon für Twitch gesagt, ihr könnt uns gerne entweder abonnieren oder eine kleine Spende hinterlassen, das würde uns sehr freuen. Ihr könnt, wenn ihr bei dem Event selber mitmachen wollt, könnt ihr euch gerne bei uns melden, entweder über mail@grugerliga.de, auf unseren sozialen Kanälen, auf Twitter, Instagram, Facebook oder unserem Discord-Join, den wir zur Verfügung gestellt haben, wo wir dann auch untereinander sehr viel über das Event oder über Pokémon und die Welt reden, was sehr schön ist. Ihr könnt euch als Helfer bewerben, ihr könnt auch selber beim Tag dabei sein in irgendeiner Form. Alle Unterstützung, die wir kriegen können, würde uns sehr freuen. Deswegen, ich hoffe, wir hören uns, sehen uns demnächst. Die nächsten 5 Fragen. Dombatz, es tut mir leid, dass du jetzt schon gehen musst. Ich hoffe, dass du trotzdem in irgendeiner Form noch gut dabei bist mit den Punkten, dass sie in irgendeiner Form noch gut halten werden. Geht's jetzt schon mal an den Gewinner dann später? Mhm. Wir kommen zu den nächsten 5 Fragen. Und mit der letzten Frage, mit der 10., habe ich ja schon ein bisschen was eingeleitet, nämlich, dass wir da über Attacken reden. Und dementsprechend bleiben wir da doch auch und reden generell über Attacken für Starter-Pokémon beziehungsweise über deren Exklusiv-Attacken, wie sie dann mit den Starter-Pokémon und deren Entwicklung weiter zusammenhängen. Wir bleiben dabei bei der Spezialattacke der Starter-Entwicklung. Denn natürlich ist es dann schön für einen Typen, eine so starke Attacke zu haben. Noch schöner ist es dann für den Typen, wenn es dann die stärkste Attacke für den jeweiligen Typen ist. Bei einem Typen ist es aber so, dass es noch eine stärkere Attacke gibt als die Spezialattacke der Endentwicklung. Ich würde ganz gerne von euch wissen. Ausgenommen Z, Dynamax und Gigadynamax Attacken. Bei welchem Typen gibt es noch stärkere Attacken als die Spezialattacke der Starter Endentwicklung? Pflanze, Feuer oder Wasser? So, die ersten Ambitionen lese ich schon im Chat. Dass Dombatz vom Thron gestürzt wird. Dombatz gönnt es Nature Mate. Das wollen wir uns merken für später. Er hatte ja auch schon in den letzten Quiz, was wir beim Community Day beim letzten gemacht haben, auch sehr gut abgeschnitten. So, die Zeit ist vorbei.
Man sagt schon, dass die Frage relativ einfach gewesen ist. Dann wollen... Genau, Roadrunner. Ansonsten höre ich gerade auch im Hintergrund, dass da nicht genau Bescheid gewusst wurde. Dann kläre ich das einmal eben auf. Und zwar, jede Attacke hat einen Basisstärkewert von 150. Das hat damit auch dann zur Folge, dass es ähnlich wie Hyperstrahl dann noch in der zweiten Runde danach aufladen muss. Das heißt, man kann zweimal in Folge keine, also man kann nach der besagten Spezialattacke keine zweite Attacke einsetzen direkt. So, 150 ist schon relativ stark. Und Pflanzen, bei Pflanzen-Pokémon gibt es tatsächlich keine andere Attacke, die die 150 Basisstärke überschreitet. Bei dem Wassertypen ist es tatsächlich so, dass es mit Fontänen, müsste es glaube ich sein, eine Attacke gibt, die ebenfalls 150 Basisstärke hat, aber auch nur dann, wenn man das in Abhängigkeit mit den KP, glaube ich, macht. Volle KP, 150 Stärke, ansonsten je weniger die KP, umso weniger die Stärke. Dennoch ist Wasser nicht die richtige Antwort, denn bei Feuer gibt es ganz klar mit V-Generator, der Spezialattacke von Victini, eine Attacke mit Basisstärke 180, die eindeutig stärker ist als Lohe-Kanonade. Feuer ist richtig. Das haben, hat Ankermon anscheinend gewusst. Trinken nicht vergessen. Wunderbar. 6 weitere haben es gewusst. Eine falsche Antwort. Hitzekoller ist, glaube ich, könnte auch, glaube ich, auf 150 sein, also gleichgestellt. Epic Harry. Aber ne, trotzdem eine richtige Antwort gedrückt, freut mich. Nächste Frage. Wir gehen dann jetzt mal weg von den Spezialattacken der Starterendeentwicklung, von allen Starterendeentwicklungen und kommen mal zu den Spezialattacken von anderen Starter-Pokémon, beziehungsweise bleiben da erstmal bei der Frage nach der Basisstärke. Und da habe ich mir eine Frage rausgesucht, die ich schon mal 2018 gestellt habe auf der Grugaliga, als ich den Park rauf und runter gegangen bin. Aber ich dachte mir, für das Quiz passt die Frage eigentlich auch ganz gut. Denn es dreht sich, diese Frage dreht sich um die Spezialattacken der Alola-Endentwicklung. Ich würde ganz gerne von euch wissen, welche dieser Spezialattacken der Alola-Endentwicklung hat die höchste Basisstärke? Schattenfessel, Dark Lariat oder Schaumserenade? Master Luxe, nur mal rein aus Interesse, so ganz theoretisch könnte man Minuspunkte haben am Ende. Ja, kann passieren. Ich glaube, die letzten Male wurde auch darauf gespielt, oder beim Community Day kann ich mich zumindest daran erinnern, dass, glaube ich, auch zwischenzeitlich darauf gespielt wurde, dass man dann die meisten Minuspunkte hatte am Ende. Ich weiß nicht, ob da durch die Möglichkeit, dass Rätselmeister eine Antwort ist, da dann die Möglichkeit nutzen wir, da die meisten Punkte zu sammeln. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall keine Ambition bei euch allen ist. Wir lösen auf. Die richtige Antwort: Schaumserenade. Schattenfessel hat 80 Basisstärke, Dark Lariat 85 Basisstärke und Schaumserenade 90. Ankermon, natürlich hat der Rätselmeister die höchste Basisstärke. Dankeschön. Die höchste Basisstärke im Wissen, aber die höchste Basisstärke in Stärke? Ne. Zu viel der Vergleiche. Wir kommen wieder zurück zu den Wissensbereichen. So. 3 haben es richtig beantwortet. Immer noch mehr als die Hälfte von denen, die richtig beantwortet haben. Wunderbar. Schaumserenade for the win. Genau. Konnte nicht antworten wegen Verbindungsproblem. Dann, genau. Lad einmal kurz das Browserfenster wieder neu. Wir können ja mal eben kurz so lange warten.
Könnte ich sonst noch irgendwas gerade zu erklären? Nee, ansonsten müsste das einmal die letzte Attacke gewesen sein, die über die ich zur Basisstärke was frage. Genau. Genau, letzte Frage mit Basisstärke. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu Attacken, wo es dann tatsächlich um... So, dann hoffe ich, du hast jetzt nochmal das Fenster neu geladen. Ich würde dann jetzt nämlich gerne zur nächsten Frage übergehen. Aber kurze Rückmeldung. Roadrunner schreibt, richtig geraten, aber viel zu lange gezögert. Herr Pigari, kann ich die nächste Frage stellen? Gut, dann mache ich jetzt eben schon mal weiter, mache zumindest Dankeschön. Jetzt kommt es bei mir an. Dann die nächste Frage. Und kommen wir dann dazu, dass wir erstmal mit den Starter-Pokémon natürlich in irgendeinem Anfangsstadium sind. Das heißt, am Anfang können die meistens immer nur eine Normalattacke, die in irgendeiner Form Schaden macht, und eine Statusattacke. Dass dann irgendwann eine Attacke dazu kommt, die von dem jeweiligen Typen des Starter-Pokémons ist, kommt ja erst durch Aufleveln. Und da gibt's tatsächlich so die ein oder andere unterschiedliche Attacke, die dann gelernt werden kann. Bei meinen Recherchen ist mir aber tatsächlich aufgefallen, dass es für einen Starter-Typen tatsächlich eine Attacke gibt, die alle Starter-Pokémon erlernen können am Anfang von dem jeweiligen Starter-Typen. Ich möchte ganz gerne von euch wissen, welche dieser Attacken kann von jedem Starter-Pokémon des jeweiligen Typen gelernt werden? Rankenhieb, Glut oder Aquaknarre? Nochmal was trinken. So. Wir lösen auf und die richtige Antwort ist Glut. Genau, jedes Feuer-Pokémon kann tatsächlich Glut erlernen. Bei Aquaknarre und Rankenhieb, beziehungsweise bei Pflanze und bei Wasser, ist es so, dass teilweise dann andere Attacken anstelle dessen genommen werden. Einige Pokémon können dafür Absorber bei Pflanze oder Rasierblatt direkt. Bei Wasser können andere Pokémon unter anderem Blubber oder vielleicht auch das ein oder andere typische. Bei Pflanze zum Beispiel bei Bautz gab es dann auch eine eigene Attacke, genauso wie bei Chimpep. Und bei Wasser-Pokémon gab es, glaube ich, noch eine andere Attacke gegen neben Blubber und Aquaknarre, die noch erlernt werden konnte, aber das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Anka ärgert sich, dass sie das einzige falsch hatte, auch noch dann, ne, wo vorher dann die richtige Antwort gewesen ist, wird sie wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr ärgern. Ich halte schon mal Kasse so. Ich trinke mal eben einen Schluck. Schau mir an, welche Frage als nächstes kommt. Lasse die Finger weg vom Knopf, damit ich sie nicht aus Versehen auslöse. Und erzähle. Wir sind nämlich jetzt bei den Starter-Pokémon der 6. Generation. Beziehungsweise bei repräsentativ bei deren Attacken. So, und in der 6. Generation, zumindest kann, wenn ich das richtig recherchiert habe, müssten die Attacken Schutzstacheln, Magieflamme und Wasserschuriken für die jeweiligen Starter-Pokémon exklusiv gewesen sein. Das heißt, bis dahin in der 6. Generation müssten sie, glaube ich, noch keine anderen Pokémon erlernen können. Das hat sich dann in der Generation 7 und Generation 8 geändert, dass einige Pokémon dann besagte Attacken lernen konnten. Und das Ganze ging dann so weit, dass es in der Generation 8 in Schwert und Schild tatsächlich für eine dieser drei Attacken eine TM gibt. Ich möchte ganz gerne von euch wissen, welche Spezialattacke der Endentwicklung der Carlos-Starter
ist in Generation 8 als TM erhältlich. Schutzstacheln, Magieflamme oder Wasserschuriken? Da freut man sich anscheinend wieder, dass mal eine einfache Frage dran gekommen ist. So. Easy. Ich hoffe doch. Die TM, um die es sich handelt, ist die TM 92. Und diese beinhaltet Magieflamme. Und das haben alle, die geantwortet haben, richtig gewusst. Nature Mate, RP Gary, wenn ich für jedes Easy von dir einen Euro bekommen würde, aber hat anscheinend auch die richtige Antwort gewählt. So, Barbaküken dachte erst, du willst auch auf was anderes hinaus. Man weiß ja nie beim Rätselmeister. Roadrunner freut sich immer noch, dass endlich mal wieder was drangekommen ist, was er wusste. Genau, Frage relativ schnell abgehakt. Nächste Frage, und da sind wir bei der Generation 5. Wir sind bei den Attacken Grasmixer, Brandstempel und Kalkklinge. Und bei den Recherchen habe ich dann festgestellt, dass diese Attacken anscheinend in irgendeiner Form auch mal als Spezialattacke für die jeweiligen Starter-Pokémon gedacht gewesen sind. Als ich mich dann aber weiter umgeguckt habe, habe ich festgestellt, dass zwei dieser drei Attacken tatsächlich noch auch in der fünften Generation von anderen Pokémon erlernt werden können. Ich möchte ganz gerne von euch wissen, welche dieser Attacken war in der fünften Generation eine Spezialattacke für das jeweilige Starter-Pokémon? Welche der nachfolgenden Attacken konnte bzw. kann von keinem anderen Pokémon erlernt werden, außer von dem jeweiligen Starter? Grasmixer, Brandstempel oder Kalkklinge? So, bei mir wird an die Tür geklopft. Ich kann nicht stillstellen. Ich hoffe, es ist nichts Wichtiges. Man sagt, ne? Was denn? Dann einmal stillstellen, bitte eben. So, hört man mich wieder? Hallo, schönen guten Abend. So, falls man ihn gerade gesehen hat, das war mein Bruder, der im Hintergrund zu sehen gewesen ist. Nichts Wichtiges, alles gut. Wir wollen die Frage auflösen. Ich glaube, ich löse erstmal direkt auf, komme dann zu den Erklärungen und sage dann, warum Brandstempel die richtige Antwort ist. Oh, Brandstempel und Kalkklinge. Das hat sich sehr geteilt. Okay, dann wollen wir doch mal eben einmal durchgehen. Grasmixer konnte in derselben Generation, in Generation 5, unter anderem noch von Tropius und Venuflibis erlernt werden, die man auch in ein All fangen konnte, wenn auch nach der Hauptstory in irgendeiner Form. Das gleiche gilt bei Kalkklinge für Mushas. Bei Mushas war, glaube ich, auf Route 18 erhältlich. Wenn die dann auch nur nach der Story dann freischaltbar oder begehbar gewesen ist. Brandstempel für Floink, die einzige Attacke, die spezial ist. Genau. So, drei haben es gewusst. Wir schauen wieder auf die Scores. Wir sind wieder bei der 5 Fragenmarker. Und wir sehen, Barbaküken hat am schnellsten die Frage richtig beantwortet. Dahinter Master Lutsche ganz knapp. RP Gary auch noch mit etwas mehr als Hälfte der Punkte. Sehr schön. Und wenn wir da mal auf die gesamte Punkt
Zahl gucken. Bei mir ist das immer noch so ein Reiter, deswegen kann ich das nicht direkt auf den ersten Blick sehen. Nature Mate und Darthnex haben Dombats überholt, beide. 150.000 zu 128.000 Punkten. Dombats ist auf jeden Fall noch in den Top 3, hat anscheinend noch eine Frage mitbeantworten können, bevor er weg musste. Dahinter Barbaküken und Platz 5 RP Gary. So, es sind noch 100.000 Punkte zu spielen. Das heißt, für Miauzgenau Podcast ist noch alles drin. Beziehungsweise ist theoretisch sogar noch für alle alles drin, weil es gibt ja auch Minuspunkte. Deswegen, nächste Kategorie, nächste 5-Fragen-Kategorie. Und da habe ich mir tatsächlich überlegt, dass ich Fragen nehme mit Starter-Pokémon, die nicht zur selben Generation gehören. Deswegen, da habe ich mal bunt gewürfelt, was bei den Antworten rausgegeben und was bietet sich da eigentlich besser für an bei bunt gewürfelten Starter-Pokémon als die aktuelle Aneinanderreihung, wie sie in Pokémon-Legenden passiert ist, mit Bautz, Feuerriegel und Ottero. Und was mir mal gerade so auffällt, ne? Wir hatten, glaube ich, noch keine Frage. Wir hatten eine Frage mit über Gewicht aus dem Pokédex. Wir hatten aber noch keine Frage über Größe. Welches dieser Starter-Pokémon ist das? Ist laut Pokédex-Einträgen das kleinste? Bautz, Feuerriegel oder Ottero? So, dann, ich schaue mir einmal den Chat an. Oh, Barbaküken war sich am Anfang nicht sicher. Okay. So, Epic Gary. Okay, hat anscheinend richtig geantwortet. Oh, mein Bruder hat zwischenzeitlich in den Chat reingeguckt. Ich glaube, eine Stimme hat gerade gefragt, ob es Bautz ist. So. Happy Gary schreibt, ob's richtig ist. Ich hab's gerade falsch gelesen mit OBS. Gut, anscheinend mussten einige auch ein bisschen überlegen. Zwei der drei Pokémon sind genau gleich groß, nämlich einen halben Meter, 50 Zentimeter, 0,5 Meter und 0,3 Meter hoch, 30 Zentimeter ist Bautz. Und da war man sich uneinig. 50-50 Chance zwischen Bautz und Feuerriegel. Ganz knapp. Ich weiß auch nicht, ob es im Trailer damals richtig dargestellt worden ist zwischen den drei. Auf jeden Fall sind das die Größen, die in den Pokédex-Einträgen stehen und ich mich daran orientiert habe. Nature Mate hat 200, genauso wie Darthnex. Was heißt, dadurch, dass die beiden vorne gewesen sind, das vielleicht ja doch nochmal interessant für Dombats sein könnte. Ui. Genau, und für alle anderen auch, die Bautz richtig angegeben haben und noch in den hinteren Punkten liegen, wenn schon die vorderen schwächeln. Nächste Frage. Wir kommen zum Spiel Pokémon Mystery Dungeon, beziehungsweise genauer gesagt zum Spiel Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX. Das hat sich ja der Kurt Kirill jetzt auch am Montag teilweise schon und heute Morgen in seinem Grugerliga Pokémon etwas genauer angesehen. Und wer es gesehen hat, weiß, dass die Auswahl der Starter-Pokémon nicht durch das einfache Wählen passiert, sondern es muss ein Persönlichkeitstest ausgefüllt werden. Und dieser Persönlichkeitstest bestimmt dann, welches Pokémon dann am Ende zu der Persönlichkeit am besten passt. Zu der Beantwortung dieses Persönlichkeitstests gehört dazu, dass man angeben muss, ob man männlich oder weiblich ist. Und da wäre die Frage tatsächlich jetzt, genau, ich stelle eben noch die Frage und dann wäre ganz nett, wenn die Regie mich mal eben kurz leiser stellen könnte. Die Frage ist im Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX, welcher Starter kann beim Persönlichkeitstest nur durch die Geschlechtsangabe männlich herauskommen? Gekabor, Feuerriegel oder Shiggy? Stumm. Einmal.
So, hört man mich wieder? Gut. Oh, bei Baba Küken hat's gehangen. Oh, ich hoffe, dann hoffe ich, dass ja, die Frage nicht richtig. Hängt jetzt generell gerade? Kann man mich generell gut hören? Kann man mich gut sehen? Da die Dub, einmal Frage an den Chat. Ansonsten, wie gesagt, einmal nochmal den Browser neu laden. Dann ist es halt blöd, dass ihr die Frage jetzt wieder aussetzen musstet. Ich kann zumindest jetzt die Frage einmal wieder auflösen. Und zwar ist da folgendes der Fall. Ne, ich baue mal ein bisschen Spannung auf. Und zwar, Gekabor braucht die Persönlichkeit frech im Männlichen, Feurigel die Persönlichkeit furchtsam und Shigi die Persönlichkeit ausgelassen, um dann den Persönlichkeitstest bei dem jeweiligen Pokémon herauszukommen. Für zwei der drei braucht man als Persönlichkeit schrullig und entspannt. Wenn man ein weibliches, schrulliges Pokémon haben will, kommt dabei Gekabor raus. Und wenn ein entspanntes weibliches Pokémon herauskommt, kommt dabei Shigi raus. Deswegen, Feurigel ist richtig und das hat sich keiner getraut zu antworten. Alle, die geantwortet haben, haben falsch geantwortet. Ansonsten, ich hoffe, die nicht antworten konnten, hätten Feurigel getippt. So, ansonsten lese scheint bei allen wieder zu laufen. Wir können dann hoffentlich zur nächsten Frage gehen. So. Oh, hatte Feurigel auf der Zunge und hab mich nicht getraut. Das ist doof. Aber passiert dann. Roadrunner hat anscheinend eine falsche Vermutung gehabt. Barbaküken auch. Oh, interessant. Dann wollen wir doch mal hoffen, dass ihr dann die nächste Frage richtig beantwortet. Und dann, da wahrscheinlich, sind wir dann wahrscheinlich wieder bei etwas einfacheren. Wir setzen uns nämlich mit den Leveln auseinander, die ein Starter-Pokémon drauf braucht. Wir sind wieder bei den Endentwicklungen. Und da möchte ich ganz gerne von euch wissen, welches Starter-Pokémon braucht für seine letzte Entwicklungsstufe die wenigsten Level? Schlast, Flamiau oder Kanimani? So, die Regie und die andere Stimme im Ohr rätselt schon gerade rum, welches die richtige Antwort sein könnte. So. Dann wollen wir zumindest einmal schon mal auflösen, dass das niedrigste Pokémon oder die niedrigste Level für die Endentwicklung Level 30 braucht. Bei Flamiau ist das leider nicht der Fall, denn das braucht Level 34 und da gibt es, glaube ich, auch kein Feuer-Pokémon, was niedriger ist als Level 34. Und Schelast, was gerade schon auch durch mein Ohr gesagt wurde, braucht Level 32. Die richtige Antwort ist Kanimani, was drei richtig gewusst haben. Ja, und genau, die Regie wundert sich, das zu Recht, denn wenn man sich richtig erinnert, braucht Kanimani für die Weiterentwicklung zu Tyrakrok 18 Level oder muss auf Level 18 sein, um sich weiterzuentwickeln, was neben Schlass, glaube ich, tatsächlich das höchste Level ist, um sich vom Starter-Pokémon zu der Erstentwicklungsstufe weiterzuentwickeln. Drei richtig gewusst, drei auf Schlass, das war anscheinend eine 50-50-Entscheidung, so wie es aussieht. Ich hoffe, das reißt vielleicht noch das ein oder andere bei den Punkten rum. Vielleicht wird Dombatz ja doch noch Erster. Wir wollen es sehen. Wie viele Fragen habe ich verpasst? Darthnex, schönen guten Abend. 18 von 20.
Deswegen, wenn du noch zweimal 20.000 Punkte machst, dann kannst du vielleicht noch, je nachdem, wie es ausgeht, in die Top 5 reinrutschen. Muss man mal gucken. Ach so, 5 Minuten Internetausfall. Ah, das ist ärgerlich. Dann müssten das, glaube ich, 2 Fragen gewesen sein. Wir waren gerade bei Frage 18. Ich weiß nicht, bei welcher Frage hast du denn zuletzt mitgemacht? Kanimani 30? Uff, ja. Genau. 10k weg, die anderen hatten wohl Feurige oder Endivi genommen. Weiß man nicht. Nächste Frage. So. Und wie ich, weiß ich nicht, ich habe es glaube ich noch nicht angeteasert, aber wir sind bei der vorletzten Frage wieder bei einer Frage, wo es um die Basiswertsumme geht. Und da sind wir wieder nicht bei den Starter, und da sind wir nicht bei den Starter-Pokémon, da kann ich euch beruhigen, sondern bei den Endentwicklungen. So. Deswegen würde ich an der Stelle ganz gerne von euch wissen, Mega-Entwicklungen und Sonderformen ausgeschlossen, die Endentwicklung welches Starter-Pokémons hat die höchste Basiswertsumme? Chimpep, Pamflam oder Hydropi? Vor der Mystery Dungeon Frage bist du rausgeflogen. Dann hast du zwei Fragen verpasst. Also wenn die Mystery Dungeon Frage die Frage gewesen bist, wo du rausgeflogen ist, danach ist nur die Starter-Pokémon-Frage mit Kanimani rausgekommen. Mhm. Habe ich diese Frage vielleicht bewusst reingenommen, weil die Antwort mir so gut gefallen hat? Vielleicht. Die richtige Antwort ist Hydropi. Haben sich wenig getraut im Vergleich zu den anderen Fragen. 2 richtig auf Hydropi, 2 auf Pamflam, 2 auf Plimpfep. Chimpep, Menschenskinder, je später der Abend, umso unklarer die Aussprache. Ich löse einmal kurz auf. Hydropi hat 535 Basiswertsumme. Pamflam mit ganz vielen anderen Feuer-Pokémon, Feuerendentwicklung, 534, ganz knapp. Und dahinter wäre noch Gewaldru gekommen, weil wir aber schon Hydropi als Gen 3-Repräsentant schon dabei hatten. Habe ich mich dann für Chimpep als nächststärkeres Pflanz-Pokémon entschieden, was 530 Basis hat. So, das war die vorletzte Frage. Dass so wenig geantwortet haben, könnte vielleicht ein Zeichen dafür sein, dass es interessant wird bei den Punkten. Wir wollen jetzt aber noch nicht gucken, weil wir eine Frage noch zu spielen haben. Und diese Frage dreht sich, nachdem wir schon über das beste Pokémon Nachdem wir schon Hydropi als bestes Starter-Pokémon festgelegt haben, oder zumindest ich persönlich, aber ne, wie wir ja gerade schon im Chat alle gelesen haben, meine Meinung zählt eh am stärksten, kommen wir nun zur besten Spielgeneration und da sind wir bei der dritten Generation, beziehungsweise wir müssen ein bisschen schummeln bei dem Remake Remaster der dritten Generation. Wir sind bei Omega Rubin und Alpha Saphir und da gibt es ja durch die Tatsache, dass man mit X und Y dann alle Pokémon fangen soll, durch Professor Birk die Möglichkeit, alle Starter-Pokémon zu bekommen, beziehungsweise alle Starter-Pokémon oder ein Starter-Pokémon von allen Generationen. Und um die Starter-Pokémon der anderen Generationen zu bekommen, in Omega Rubin und Alpha Saphir sind das ja die Generationen 2, 4 und 5, sind besondere Events ausgelöst, die ähnlich wie schon bei Gekabor, Flamli und Hydropi dadurch ausgelöst werden, dass Professor Birk von jemandem oder etwas verfolgt wird. Wer sich vielleicht noch an die Szenen erinnern kann, sie waren sehr lustig tatsächlich, je nachdem, wer dann der Verfolger, die Verfolgerin gewesen ist. Ich würde als letzte Frage gerne von euch wissen, welches der folgenden Pokémon kann sich der Spieler, die Spielerin aussuchen, wenn Professor Birk von einem Mashok verfolgt wird? Endivie
Floink oder Plimpfer? Happy Gary schreibt keine Ahnung. Vielleicht hat er geraten, vielleicht auch nicht. Das wird interessant. So, die drei Verfolger, die drei Verfolgerinnen, die es gegeben hat, waren einmal das Maschok, dann war es einmal das Knilz und dann war es einmal die Ehefrau des Professors. Genau. Wenn Knilz als Verfolger da gewesen ist, konnte sich der Spieler ein Pokémon der zweiten Generation aussuchen. Endivie ist somit falsch. Wenn die Verfolgerin die Ehefrau gewesen ist, dann konnte sich der Spieler, die Spielerin, ein Pokémon der vierten Generation aussuchen. Damit ist Plinfer falsch und Floink ist somit richtig. Genau. Wenn ein Maschok den Professor verfolgt hat, dann konnte man sich ein Pokémon der fünften Generation auswählen. Floink ist somit richtig. Anke hat Floink gewählt, war Feuer. Immer eine gute Strategie. Epic Gary hat's geraten und anscheinend richtig. Deswegen wird jetzt auch interessant, wie viel hat diese Antwort gebracht. Ich habe jetzt was von der Regie gehört. Ich hoffe, das war jetzt nichts Relevantes. Gut, alles klar. Gut, nochmal um Spannung aufzubauen. Haben diese Punkte am Ende bei der Frage doch noch was gebracht? Ist Dombatz vielleicht doch noch auf Platz 1? Und wenn nicht, wer ist auf Platz 1 gelandet? Ich veröffentliche das finale Resultat und auf Platz 1 Nature Matte mit 128.000 Punkten. Herzlichen Glückwunsch, aber Platz 2 und ganz knapp dahinter Darth Next. Dombatz hat mit seinen ersten Fragen auf Platz 2 geschafft. Nicht schlecht dafür, dass er dann hinterher aussetzen musste. Darth Next auf Platz 3 und zwischen Darth Next und Barbaküken ganz knapp noch der Kampf um das Treppchen. Jetzt lass mal eben gucken, ob die letzte Antwort hat daran was geändert. An Nature Mattes ersten Platz tatsächlich nichts mehr. Aber an der Platzierung von Barbaküken, weil wenn er die Frage nicht falsch beantwortet hätte, dann wäre er zumindest noch vor Darth Next gelandet. Interessant. Wir wollen die Platzierung weiter durchgehen. Wir sind von 115.000 Punkten dann bei 70.000 Punkten mit dem Jahrzgenau Podcast. Auch an der Stelle Glückwunsch. Und dann haben wir noch Roadrunner, Epigary. OBM Gamer war auch dabei. Hat als einziger anscheinend Minuspunkte gehabt, aber ansonsten doch alle im Plusbereich gelandet. Ist doch schön. So. Wunderbar. Das war das Quiz. So, ich hoffe, es hat einen Spaß gemacht. So, die ursprüngliche Werbung für das Stream-Programm, die kann ich ja jetzt hier einmal eben kurz erzählen. Und zwar, der Grugerliga-Kanal streamt regelmäßig, einmal montags, mittwochs und freitags zwischen 7:30 und 9 Uhr. Da ist im Grugerliga-Pokémon aktuell unser lieber Krill anwesend und spielt aktuell so das ein oder andere kostenlose Spiel und die ein oder andere Demo. Da hat er Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX fast durchgespielt, zumindest die Demo. Donnerstagabends geht es mit Professor Kastan auf eine Forschungsreise durch die Galar-Region, wo er sich auch traut, eine Lastlock zu spielen. Das heißt, jedes Pokémon, was da einmal besiegt wurde, kann nicht weiterverwendet werden. Montagabends ist unsere liebe Ankamon regelmäßig in Ori unterwegs und versucht, die Krypto-Pokémon von den Clown des Team Krypto zu befreien und all den Trainern, an die besagte Pokémon verteilt worden sind. Samstags ist
ab 18.30 Uhr Dani zusammen mit Jack unterwegs, ebenfalls in Kanto, um da in Let's Go Evoli so viel zu fangen wie möglich und da auch vielleicht Champ zu werden. Man weiß es nicht. Ihr könnt es herausfinden, wenn ihr die Reise da weiterverfolgt. Und ansonsten, was ihr teilweise ja schon mitbekommen habt, kommenden und den darauffolgenden Samstag gibt es ein Sonderprogramm. Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt mit der Uhrzeit nicht. Und zwar kommt kommenden Samstag ein Stream über Pokémon Snap, wo Anka zusammen mit Maren das Originalspiel für das Nintendo 64 bereist. Maren wird da hauptsächlich alleine steuern, während Anka dann begleitend dabei ist. Um 14 Uhr. Dankeschön, Ankamon. Dark Lurak ist gerade neu dazugekommen. Ups, da habe ich es wohl verpasst. Ja, tut mir leid. Gerade jetzt gegen Ende dazugekommen. Dann Dankeschön auch für den Follow, Dark Lurak. Und genau, am dem darauffolgenden Sonntag, das ist dann der erste, nein, nicht der erste Mai. 22., 23., 24., doch, der erste Mai. Auch doch, der erste Mai. Ist sie dann mit Maren, ist Ankermann zusammen mit Maren unterwegs, mit unserem Gruga-Rüpel, um dann die neue Region zu bereisen, die in New Pokémon Snap präsentiert wird. Ebenfalls ab 14 Uhr seid da auf jeden Fall dabei und folgt den beiden auf ihren Abenteuern und schaut euch ihre Schnappschüsse an. Das wird großartig, sage ich euch. Nicht weniger großartig, denke ich, war mein Quiz heute. Nochmal, ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Ich hoffe, die Fragen, wenn auch teilweise ein bisschen komisch formuliert oder für den einen oder anderen klar unformuliert, waren dann trotzdem in irgendeiner Form doch noch deutlich zu beantworten. Ich weiß auf jeden Fall fürs nächste Mal Bescheid. Ein bisschen Kritik gibt, nimmt man ja immer mit. Ansonsten, Überleitung, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht es gut. Wir hören uns auf jeden Fall demnächst wahrscheinlich bei einer neuen Podcast-Folge wieder. Und wann ich das nächste Mal dann wieder mit euch quizze, wird dann über die Social-Media-Kanäle bekannt gegeben. Spätestens beim Community Day am 17. Juli. Bis dahin, noch einen schönen Abend. Wir sehen uns! Ah.